So, meine Lieben, jetzt aber herzlich willkommen zurück zu Let's Play Through The Witness. Das letzte Mal haben wir diesen Laser aktiviert. Ja, in der Folge Nummer 6 haben wir diesen Laser aktiviert. Oh, ich habe gerade aus Versehen die Tastatur angefasst. Wie schlimm von mir. Denkt dran, ich spiele jetzt mit Gamepad. Und ich muss gestehen, obwohl ich normalerweise überhaupt nicht gerne First-Person-Spiele mit Gamepad spiele, ja, aber dieses Spiel spielt sich unheimlich gut mit Gamepad, ja. Unheimlich gut. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum sie die Hints nicht mit Gamepad gegeben haben. Doch, die Hints mit Gamepad gegeben haben und nicht mit Tastatur. So, mal gucken, wie kriege ich das denn jetzt am besten auf? Muss ich jetzt den ganzen doofen Weg zurückgehen? Warte, wisst ihr was? Ich lasse es einfach so. Ich muss hier gar nicht lang gehen, weil ich habe ja diesen Weg geöffnet. Haha! So, das heißt, ich brauche das gar nicht. Bin darauf nicht angewiesen. Wir wollten aber noch schauen, ob es da eventuell noch ein bisschen etwas mehr Bonus noch gibt. Das wollten wir schon noch gucken, oder? So, und zwar diesen Weg spare ich mir jetzt auch. Diesen kriege ich gerade nicht. Ich könnte hinten rumgehen, ne? Hinten hatte ich es ja geöffnet. Kommt man da hinten irgendwie rein? Das habe ich noch gar nicht getestet, ne? Ist da irgendwie ein Weg rein? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Schauen wir doch mal. Hier kommt man da rein? Ne, hier ist ein anderer Bereich. Wartet mal. Guckt mal, hier ist wieder ein Puzzle. Das kriegt man bestimmt von oben nur hin. Oder gibt es einen Weg? Doch, hier ist ein Weg. Das geht. Ne, geht nicht. Man muss es von irgendwo weiter oben machen. Guck mal. Von hier geht's, aber von da kann ich nicht, weil das alles zu ist. Schade, ich dachte eigentlich. Jetzt geht's. Jetzt geht's. Komisch, warum es vorher nicht ging, weiß ich nicht. So, wieder ein Secret gefunden. Wollte ich eigentlich gar nicht, ne? Eigentlich wollte ich nur mal kurz gucken. Guck mal, da ist noch mehr. Da ist noch so einer. Wo müssen wir dafür hin? Wo könnten wir uns hinstellen für das? Ich denke, hier ist schon eher von oben, ne? Guck mal, da oben ist doch etwas. Weil sonst, ansonsten. Oder hier geht. Geht nicht hier? Mal gucken. Ich glaube nicht. Ist ein bisschen langsam, ne? Nee, geht nicht. Aber vielleicht ein bisschen mehr zur Seite. Nee, hier geht auf keinen Fall. Weil der endet da. Nee, das wird nichts, liebe Leute. Das muss schon von weiter oben geschehen. Ja, schade. Und hier bringt es mir auch gerade nicht so wirklich. Oh, ist dieses Wasser nicht schön, dieses Tümpelige. Und da kommen wir nachher auch noch hin, aber nur durchs Boot. Oh, liebe Leute. Nee, das ist gerade ein bisschen merkwürdig. Des Merkens würdig. Ich gucke gerade, ob hier irgendwie auch schon die Puzzles losgehen. Ach, man kommt sogar von hier in das Schiff rein. Nee, kommt man nicht. Ist hier irgendwas zu malen? Nee, ich glaube nicht. Oder? Irgendwie muss man da auch da hochkommen. Weiß gar nicht. Ach so, von einem Steg, ne? Von der Anlegestelle kommt man hier, glaube ich, hin. Wenn ich mich recht entsinne. Anders habe ich jetzt hier nichts gesehen, wie man hier hochkäme. Da geht es auch nicht lang. Dann würde ich sagen, hier kommen wir erstmal noch nicht so wirklich weiter. So. Spannend. Ich sehe hier überall Wege. Ich meine zumindest hier Wege zu sehen. Guck mal, diese weißen Dinger. Formt das nicht irgendwas? Oder sieht es nur so aus? Hätte auch sein können, dass man da irgendwas malen kann, ne? Kann man bestimmt. Ich habe es jetzt nur wahrscheinlich übersehen. Liebe Leute, ich will aber trotz alledem mal checken. Ich glaube, von hinten käme man hoch. Lasst uns das mal versuchen. Bevor ich jetzt hier wieder diese Fahrstühle hin und her oder Plattform hin und her schicke. Ich meine, man kommt hier lang. Hier und dann runter. Ne? Und ich weiß immer noch nicht, wie dieses Ding geht. Das sieht aus, als wäre es ein Kreis, aber ist es nicht. Das nicht? Nee. Hier vielleicht irgendwie? Ich weiß, dass hier ein Kreis ist. Ich weiß, dass da einer ist.
Nur wie und wo und warum? Und ich meine, es ist von ein bisschen weiter oben. Von hier vielleicht? Von hier oben drauf vielleicht? Nee, aber das ist alles offen. Nee, das muss weiter oben sein, tatsächlich. Das muss noch weiter oben sein. Von wo oben könnte das denn noch sein? Da oben. Von da oben könnte es sein. Komme ich da auf die Schnelle mal hin? Hier. Hier ist doch irgendwas. Oder? Hier? So? So irgendwie? Guck mal. Auch nicht. Gottes Willen. Ich weiß, hier ist irgendwas. Ich weiß das. Hier irgendwie irgendwas? Nee. Das muss von da oben sein. Wollen wir uns das noch anschauen? Komm, wir schauen einmal und wenn nichts ist, dann. Aber seht ihr das? Man kommt so vom Kleinen ins Große und vom Großen ins Kleine. Ich glaube, hier ist tatsächlich auch nichts. Oder doch? Warte mal. Da! Da ist er! Guckt! Guckt! Brillant! Brillant, liebe Leute. Wie ich das enorm brillant finde. So, aber jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier runterkommen. Denn wir wollten ja nochmal. Achso, ja, hier kommen wir gar nicht hin. Von hier aus kann ich das Puzzle nämlich nicht lösen. Und von hier aus komme ich auch nicht weiter, ne? Hier ist nämlich dicht. Das ist eine gute Frage. Was kommt denn hier eigentlich noch? Das werden wir uns mal anschauen. Hier kommt man nicht durch. Nee, da muss ich wirklich die Brücke wieder ausfahren. Aber naja, nun wissen wir es zumindest, ne? Nun haben wir es zumindest verstanden. Ging es hier durch? Nee, hier lang. Ah, es sind so viele Wege, wo man lang gehen kann und könnte. So, na dann wollen wir die Brücke doch mal wieder ausfahren, ne? Es dauert ja auch nicht ewig. Es dauert nur ewig lange. So, na dann. Der zu. Und dann dieser hier. So. Plipp. Aber ein bisschen komisch finde ich es doch. Ich hätte gedacht, dass es hier oben lang auch irgendwie noch eine Abkürzung gibt. Haben wir schon. So, den müssen wir nicht nochmal machen. Mach schon! Ich finde nach wie vor dieses Wasser sehr schön. Wie es reflektiert und trotzdem so diffus unter Wasser ist, wisst ihr? Das verliert irgendwie unter Wasser an Kraft. So, komm mal. Ich will trotzdem noch mal gucken, ob man von drüben hätte irgendwie reinkommen können sollen. Weil irgendwas war doch hier draußen. Hier, wisst ihr? Ist hier nicht noch irgendetwas? Oder kommt man hier wirklich nur. Was war denn hier nochmal? Nix. Auch nichts zu malen, ne? Jedes Mal denke ich, hier muss doch irgendwas zu malen sein. Hier? War hier? Hier ist auch nichts. Nichts zu malen und gar nichts. Hier war wieder das Boot. Hier war wieder diese Brücke. Und ach so, hier hinten war ja auch noch diese Dreierbrücke, die ich noch gar nicht weiter gedreht hatte, ne? Guckt mal. Ich könnte ja auch, also die hier ist kaputt, da kommt man sowieso nicht hin. Aber ich könnte ja mal versuchen, wie macht man das jetzt am besten? Ich habe noch gar keinen hiervon gelöst. Eigentlich so. So hier, ne? Ja, genau. Jetzt verbinde ich die beiden. Und das ist auch gut. Ist auch okay. Die da hinten brauche ich jetzt eh nicht mehr. Den Bereich habe ich jetzt eigentlich abgeschlossen, würde ich denken. Oh, das ist so wahnsinnig schnell. Und hier gibt es auch keine. Doch, guck mal. Hier ist vielleicht auch eingegeben. Oh nee, jetzt habe ich gar nicht aufgepasst. Oh nee, da hätte ich einen ziehen können, oder? Hier, da wäre auch einer gewesen. So ein Ding. So ein Geheimnis. Hier und da ist das Ende. Siehst du das? Das wäre. Das muss ich gleich nochmal machen. Okay. Ach, schau mal. War ich hier?
War ich hier unten drin? Nee, hier war ich nicht drin. Guck mal. Und womit ändert man die Farbe? Durch meine eigene Entfernung? Nee, irgendwie ändert man die Farbe von diesem Wasser. Guck mal, doch. Durch meine Entfernung habe ich das jetzt geändert. Durch meinen Abstand. Aber wie kriegt man das Geld? Doch, tatsächlich, seht ihr das? So. Ja. Spannend. Das ist eine coole Idee, ha? So. Oh Gott, das wird jetzt auch wieder... Das werde ich nicht lösen, liebe Leute. Nicht aus dem Stegreif. Wisst ihr was? Davon mache ich einen Screenshot und löse den auf dem Zettel. Aber ich kann euch das jetzt nicht antun, das zu lösen. Das ist nicht auf die Schnelle lösbar. Guckt mal, wie viele Varianten es hier geben kann. Ich meine, das, was hier dran natürlich relativ einfach ist, die Steine dürfen nicht gedreht werden. Das heißt, das ist noch relativ lösbar. Aber trotz alledem, man kann die ja überall hin tun, ne? Das ist heftig. Nee, liebe Leute, nehmt's nicht übel, den löse ich auf einem Zettel in Ruhe. Das kann ich euch wirklich jetzt nicht antun. Ich muss mir nur merken, dass der hier ist und dass der irgendeine wichtige Bedeutung hat. Das ist mir schon wichtig. Und ich wette, der öffnet dann den Weg zu... War da eine Tür eigentlich? Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Weil der würde dann wahrscheinlich... Oder nee, dann kommt hier das Ding raus. Dann kommt hier das Ding hoch. Und den brauche ich, damit ich das andere Puzzle lösen kann, glaube ich. Genau. Aber ansonsten... Was wäre hier noch? Achso, hier ist nichts mehr, ne? Hier ist auch eine Plattform, die fehlt. Ansonsten kann ich hier, glaube ich, nichts weiter... Was passiert denn, wenn ich jetzt dieses Ding hier löse? Weil den könnte man entweder so machen. Und den kann man ja drehen, also so. Richtig? Nee, falsch, 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 falsch. Halt, 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 halt. So. So wird ein Schuh draus. So, und wenn ich jetzt noch schnell zurückrennen könnte, konnte ich. Die Frage ist, jetzt habe ich es erstmal für immer kaputt gemacht, eigentlich. Und hier ist auch noch, ne? Kann man hier irgendwie... Kann man da irgendwie hin? Ach, ich Trottel, wenn ich draufgegangen wäre. Doch, warte mal. Oh Gott, ich hoffe, ich kann nicht... Okay. Ich überlege gerade, ob man... Achso, nee, sie haben es so gemacht, dass man zur Not hier noch runter kann, ne? Wenn man da aus Versehen draufgegangen wäre. Das Ding ist, liebe Leute, jetzt hätte ich da hinrennen müssen, wahrscheinlich, um die Puzzle zu lösen. Aber so schnell komme ich da nicht hin. Das geht leider nicht so schnell. Und hier kommt man nicht rüber, leider. Wisst ihr was? Ich mache mal kurz Pause und dann lösen wir doch mal das Puzzle. Ich werde das jetzt auf dem Zettel mal lösen, weil mich reizt das jetzt doch ganz ehrlich. Mich reizt es sehr, dieses Puzzle zu lösen. Wir sehen uns in ein paar Sekündchen. Ja, ich drücke jetzt wirklich Pause und male es auf den Zettel. Ich zeige es euch dann auch meine Lösung. Meine Lieben, ich glaube, ich hab's. Nachdem ich hier skizzenweise, ich weiß nicht, ob man es sieht. Sieht man das? Skizzenweise. Ich weiß nicht, inwieweit. Nee, das wird weggeschnitten, ne? Liebe AI, das ist nicht Hintergrund, das ist Hintergrundwissen. Ja? Skizzenweise, 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 diese Dinger gemalt habe hier. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Wenn man es nicht sieht, tut mir leid. Tut es mir leid. So. Die Überlegung dazu, die erste, die ich hatte, war... Erstens, das sind alle Tetris-Steine, die es gibt. Cool. Aber sie sind schon vorgedreht. Das heißt, die Drehrichtung muss eingehalten werden. Die andere Überlegung war, zähle mal bitte die Steine und zähle die leeren Flächen. Die leeren Flächen sind 6 mal 5, weil 6 in die Höhe,
ne, 6 Felder in die Höhe und 5 zur Seite sind 30. Die Steine sind 7 Stück und jeder hat 4, also 28. Das heißt, die Lösung muss sein, 2 Kästchen sind frei. Und dann habe ich gepuzzelt und gepuzzelt und gepuzzelt und ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Drückt mal alle 10 Daumen, dass ich es jetzt richtig habe. Wenn das stimmt, dann müsste die Lösung sein, dieser Stein ist frei und dieser Stein ist frei. Drückt alle 10 Daumen. Ich glaube ja. Ich glaube, das war's. Aber ist jetzt irgendwas passiert? Ist jetzt irgendwas passiert? Zur Erklärung nochmal. Der hier. Zoom dran, wenn ihr wollt. Aber was ist jetzt passiert? Hier ist nichts passiert, ne? Heißt das jetzt, ich habe das einfach nur zu meinem eigenen Selbstvergnügen gemacht? Oder ist jetzt hier wirklich auch... Weil hier... Hier ist auch kein Kabel und kein gar nichts. Okay, dann... Dann habe ich das jetzt umsonst gemacht. Weil hier ist ja auch nichts mehr. Seht ihr das? Aber warum? Aber wie? Wie rum war so? Dieses Puzzle, wo ich wirklich jetzt eine Stunde dran gesessen habe, oder eine halbe, ich weiß es nicht, das hat nichts gebracht. Es hat nichts gebracht. Es ist nichts passiert. Es ist nichts geschehen. Ach je. Ach herrje. Naja, nun. Schitte. Shit happens. Jetzt ist natürlich die Frage, wollen wir hier das Ding nochmal machen? Mit dem... Warte mal, das will ich nochmal kurz machen. So, pass auf. So. Ich will hier nochmal dieses Schattenrätsel lösen. Mal gucken, ob man hier auch was lösen kann in dieser Richtung. Wahnsinnige Geschwindigkeit, ja? Unglaublich wahnsinnig schnell. Doch, da müsste es zwei Lösungen geben, seht ihr das? Die Frage ist, wie? So, Achtung, Achtung, Achtung. Nein, zu spät, zu früh, zu alt, zu neu. Okay, pass auf. Dann offensichtlich. So. 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 Nein, das war... Das. Okay, ich wollte mich gar nicht so rumdrehen. Habe ich jetzt wieder den gleichen gemacht? Nee, blau und schwarz. Na, dann halten wir mal die Augen offen. Vielleicht kommt uns ja hier auch noch irgendwas in die Quere an Schatten. Wieso dreht er sich denn so? Der hätte sich ja doch einfach anders rumdrehen können, oder? Blau und schwarz. Schwarzen Bildschirm. Hm. Ich finde die Puzzle genial. Ist einfach so. Ich find's wahnsinnig genial. So. Ja, wartet mal. Die Frage ist jetzt natürlich, jetzt komme ich ja hier immer wieder zurück. Aber schnell geht's auch nicht, ne? Ich will mal kurz was schauen. Weil ich glaube, einer der Tricks ist noch... Wartet mal kurz. Chop, chop, chop. Weil eine Abkürzung gibt's jetzt irgendwie nicht, ne? So eine richtige. Der Weg wäre vielleicht ein bisschen schneller... Aber es auch, gibt auch keinen richtigen, schönen, direkten Weg, ne? Dadurch. Also ich glaube, das ist immer noch so der schnellste hier. Und von schnell kann ja eigentlich keine Rede sein. Hm.
Ich habe so eine Idee. Ich glaube, dass es geht. Ihr wisst gerade gar nicht, worauf ich hinaus will, glaube ich, ne? Aber wartet einen Augenblick, dann seht ihr es selbst. Sonst müsste ich jetzt hier doof rum erklären. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Es geht mir um diese Zusatzpuzzle, die uns überhaupt nicht weiterbringen. Die möchte ich aber doch noch lösen, solange ich hier bin. Und ich weiß immer noch nicht, warum ich dieses letzte Rätsel gelöst habe. Das hat uns. Ich hätte ja gedacht, das bringt uns irgendwie zu so einem geheimen Bonus-Extra-Ding. Halt! Ich wollte oben auf die Plattform. Hier wollte ich hin. So, jetzt müsste doch ein Puzzle mehr gehen, richtig? Schaut mal. Seht ihr das? Hier, dieses müsste jetzt gehen. Genau. Und ja, jetzt haben wir nur noch dieses hier. Das hatten wir schon. War hier nicht noch eins? Genau, das geht nicht. Ich glaube, den kriege ich gelöst. Ist nur eine Vermutung, liebe Leute. Lasst uns mal schauen. Ich glaube, den kriegt man gelöst. Und immer noch schade, dass ich den nicht gerade geöffnet habe. So, passt mal auf, liebe Leute. Ich glaube. Und jetzt muss man sauschnell sein. Sauschnell muss man sein. Nicht jetzt, aber gleich. Nee. So. Und jetzt lauf, Forest. Lauf, lauf. Nee, falsch. Hier hoch. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Während es sich bewegt, müssen wir das machen. Glaube ich. Achtung. Der hier. Ich hoffe, ich schaff's. Ich hoffe, ich schaff's. Kann auch sein, dass er genau andersrum sein muss. Aber nee, könnte hinhauen. Könnte genau hinhauen. Wird aber knapp. Ich glaube, es klappt. Ich glaube, es klappt. Klappt, 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 klappt. Komm schon, Mann. Komm schon. Wir arbeiten uns vor. Und bäm. Seht ihr? Das war's, ne? Glaube ich. Oder seht ihr da sonst noch irgendetwas? Ich glaube, das waren die Rätsel, die mit diesem hier zu tun haben. Ansonsten weiß ich nicht. Ich würde gerne noch mal weiter um den Berg rumgehen, weil da hinten waren ja auch noch diese Pflanzenpuzzle, von denen ich gar nicht weiß, wie man da jetzt so ohne weiteres hinkommt. Da, diese hier. Wie kommt man denn da hin? Wo ist der Weg hier hin? Denn hier ist der Laser davon. Da muss ich nach unten gehen. Zeige mir den Weg nach unten. Hier wohl. Und dann. Na, also. Guck mal, da ist das Ende. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist das Ende von einem anderen Weg. Doch den sehen wir später. Ja, den hier kennen wir schon. Das können wir öffnen. Gar kein Problem. Easy peasy. Plum. Das können wir. Das ist nichts Neues. Und hier lernen wir wieder was fürs Dorf. Jetzt ist halt die Frage, ist hier wieder das gleiche Prinzip? Muss man hier auch wieder einfach Farben abtrennen? Scheinbar. Achso, so. Weil theoretisch ist das ja einfach, ne? Farben einfach abtrennen. Ja, komm, das ist alles nichts Neues. Das ist machbar. Und dann die abtrennen. Ja. Ist easy peasy. Sind das. Ist das verschieden? Oder gehören die zusammen? Ist jetzt die Frage. Ich glaube, das ist alles weiß. Ne? Das sieht mir so ein bisschen nach Grau aus zwischendrin. Ansonsten würde ich denken, das wäre es gewesen. Und der hier, naja, ich sag mal. Ich denke mal, der einfachste Weg wird sein, so und dann so, oder? Yes! Okay, was kommt nun? Ja, jeden einzeln. Den noch und den noch. Ja, so geht doch. Geht doch. Der ist relativ simpel. Oder? Mal. Pass mal auf, nur mal so eine Idee. Wir machen jetzt diese beiden
Die müsste man zwar nicht abtrennen, aber ich mach's trotzdem. Weil im Einzelnen dürfen sie ja auch sein. Siehst du? Gehören die zusammen? Nee, ne, die gehören nicht zusammen. So. Ach so. Warte mal. Das wird jetzt spannend. Ich denke, die Idee hier war gar nicht so doof, das so zu trennen. Die, denke ich, war auch gar nicht so doof. Jetzt ist nur die Frage, wie trennt man die voneinander? Habt ihr eine Idee? Oder macht man die erstmal, trennt man die erstmal? Dann die nochmal? Und dann die nochmal. Ja, so klappt's doch. Easy. Was habe ich jetzt geöffnet? Da. Ah! Jetzt können wir das hier öffnen. Ja, jetzt kommen nämlich die Schwierigkeitsstufen, weil jetzt nämlich Lichter kommen. Seht ihr das? War hier auch noch was zu öffnen? Ich glaube, hier öffnet sich später auch sogar noch. Oder komme ich da später durch so ein Secret lang? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier geht's noch einigermaßen, ne? Guck mal, seht ihr das? Die Farben mischen sich schon. Hier passiert es nämlich schon. Das wird jetzt richtig hart. Ist die Frage. Wartet mal ganz kurz. Wartet mal ganz kurz. Konnte man hier schon irgendwas machen? Ändern? Ich sehe hier doch einen Kreis. Hat das eine Bedeutung? Für später vielleicht? Ich sehe da doch schon wieder irgendwelche Sachen, die man malen kann. Wollen wir erstmal hochschauen? Vielleicht kann man hier oben ja auch die Lichter ändern. Nee, aber hier sieht alles anders aus und da ist eine Tür auf jeden Fall. Okay, dann hilft's nichts. Dann muss man das hier irgendwie lösen. Warte mal ganz kurz. Ich will es nochmal durch dieses Ding hier sehen. Seht ihr? Hier ist es nämlich leichter zu lösen. Also hier gibt es wirklich, diese Bereiche gehören zusammen. Das heißt eigentlich, das Leichteste ist es so zu machen. Und die Frage ist, ist das legal? Gilt das? Ja, es gilt scheinbar. Dann gucken wir auch nochmal. Ist hier irgendwas anders? Nee, ne? Ist nichts. Doch, die Schwarzen gehören zusammen. Diese hier gehören zusammen. Wie soll man das abtrennen vernünftig? Ich glaube, das geht gar nicht. Warte mal, gibt es noch einen anderen, eine andere Folie, durch die ich durchgucken könnte? Durch diese hier, ne? Schaut mal. Hilft uns das? Oder durch beide gleichzeitig? Nee, das geht nicht. Ist die Frage, ob das hier irgendwas bedeutet. Hilft einem das? Ach, dann gehören die beiden zusammen. Okay. Dann gehören die beiden zusammen, die oberen gehören zusammen. Das heißt, ich muss diese abtrennen. Warte mal. Nur mal ein Test. Nein! No, 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 no. Jetzt ist halt die Frage, was gilt, ne? Was gilt hier? Ich gucke noch mal. Ach Gott, ey. Kann man das überhaupt vernünftig abtrennen hier? Kann man das vernünftig abtrennen? Ich glaube ja. So. Ja, siehst du. Oh Gott, ey. Welche gehören hier zusammen? Die beiden. Das kann man doch gar nicht abtrennen, Leute. Kann man jetzt von irgendwo anders schauen? Nee, ne? Ich kann es ehrlich gesagt nicht mal erkennen. Guck mal. So würde es gehen.
Also der erste Block, der mittlere Block und der obere Block. Warte mal, von. Oh, jetzt, sorry, nochmal gucken. Der erste Block ist so ein Tetris-Stein. So, mal gucken, ob das hinhaut. Dieser Block, der mittlere Block und der obere Block. Durch beide betrachtet. Oh, Glück! Aber wie soll man sowas wissen? Das kann man doch nicht wissen. Und es wird immer schlimmer. Guck mal, die Lichtsituation ist so prickelnd schon. Hier geht's noch nicht durch, ne? Nee. Okay, muss noch ein paar Rätsel lösen, tatsächlich. Oh, warte mal. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das gut war. War das jetzt gut oder nicht so? Ich weiß nicht, ob das gut war. Ich meine, den hier kann ich lösen, das geht. Dann machen wir das, oder? So. Jetzt ist die Frage, den hier kann man bestimmt wieder nicht lösen. Das heißt, hier müssen wir wieder zumachen wahrscheinlich. Mach zu. Ich habe es gar nicht probiert, ob man es lösen kann, gebe ich zu, aber irgendeinen Sinn muss dieser Schalter ja haben. So, und jetzt sieht man, es ist wieder lösbar. Und es ist sogar die gleiche Lösung wie eben, oder nicht? Oder fast zumindest. Ja, Dankeschön. Cooles Rätsel auf jeden Fall. Genau, jetzt kommen wir nämlich hier hinten durch. Und jetzt wartet mal, was haben wir hier? Wo kommen wir jetzt hin? Hier ist noch eine Tür, die ist noch zu. Genau, hier ist das, wo ich vorhin vorstand, ne? Genau. Hier kann ich jetzt Sachen lernen, wahrscheinlich wieder. Oh, krass. Kann man die abtrennen? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Das ist zu. Wäre zu einfach. Hier fehlt mir Licht. Doch, das war's. Das ist der Aufzug. Oh. Hier wollte ich noch gar nicht hoch. Okay, krass. Hier will ich noch gar nicht raus, ehrlich gesagt. Oh, mir tut der Hintern weh. So, jetzt bedeutet. Guck mal, jetzt. Merkt ihr das? Jetzt bedeutet das hier vorne nämlich wieder was völlig anderes. Aber ich war auch noch gar nicht fertig hier, ehrlich gesagt. Ich wollte auch nochmal die Treppe nach ganz oben gehen. Und gucken, was da noch ist. Oh, krass. Man kann hier so viel lernen, wenn man es denn will. Hier ist wieder der Fahrstuhlschacht. Auf den Fahrstuhl kann man schon mal nicht gehen. Das ist auch gut zu wissen. Oh Mensch. So. Nee, weiter hoch geht es nicht. Das heißt, den Rest muss man mit dem Fahrstuhl dann auch tatsächlich machen. Gut. Dann fahren wir doch mal mit dem Fahrstuhl hoch, würde ich sagen, ne? So hoch, wie es auch nur geht. Jetzt ist es eine andere Trennung, das sieht man. Man sieht's. Und das ist cool, ne? Der Fahrstuhl bringt einem jetzt bei, wie man höher kommt durch die verschiedenen Lichtstufen. Und ihr seht hier, habt ihr das gesehen? Das ist dann jedes Mal eine andere Farbe. Die überspringen wir. Nee, auch nicht. Überspringen wir nicht. In dem Fall wird es jetzt relativ simpel. Man muss ja nur diese abtrennen. Gilt das eigentlich jedes Mal als ein geschafftes Puzzle, frage ich mich? Könnte man ja schauen, ne? Warte mal. Load a game. Ich habe 195 solved. 195. War ich hier schon drin? Nee, ne? Hier können wir ja mal gucken. Doch, hier war ich. Oder? Nee, hier ist auch abgebrochen. Hier war ich noch nicht. Hier sieht man auch nichts. Hier ist auch nichts zu holen oder irgendwas. So, next one. Und dann gucken wir mal, ob es wieder ein neues Puzzle ist. So. Wie soll man das denn? Am besten so, oder? Nein, der ist kaputt. Der ist kaputt. Ach, shit. So, und jetzt muss ich wieder schlau werden. Jetzt muss ich wieder schlau werden. Jetzt müsste ich nämlich etwas lernen. Etwas lernen, das von den Dingern, die ich hier sehe, doch noch andere Farben drin sind, obwohl ich es nicht gedacht hätte. Oben ist grünes Licht wieder. Sieht man das hier irgendwie angedeutet? Okay, pass auf. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die voneinander getrennt werden müssen.
Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Nee, das ist einer zurück wieder. Fährt der Fahrstuhl jetzt auch? Nee. Hatte ich eigentlich jetzt nochmal geguckt wegen Puzzle? Nee, hatte ich kein weiteres gesolved. Vielleicht so? So kriegt man es doch gar nicht getrennt. Ach Leute, was hätte ich jetzt hier lernen müssen? Kann ich Licht umschalten oder irgendwas? Nee, ne? Ich lerne hier nur, dass es schwarz wird oder nicht. Im Blau ist... Im blauen Licht schwarz. Im grünen Licht schwarz. Liebe Leute, ich hätte etwas lernen müssen, aber ich lerne es gerade nicht. Ich bin zu doof. Das wahrscheinlich ist hier irgendwas, was ich sehen müsste, aber ich sehe es nicht. Das Krasse ist, ich habe dieses Rätsel definitiv schon mal gelöst. Aber im Moment... Im Moment stehe ich wieder wie ein Vollidiot da. So, was war denn, wenn man die hier zusammenpackte? Nichts. Was war, wenn man diese hier zusammenpackte? Ach so, das bringt gar nichts. Das bringt nichts, ne? Das geht wieder zurück, genau. Wohin gehe ich jetzt wieder? Ganz zum Anfang? Ach, liebe Leute. Ach, guck mal, warte mal. Jetzt könnte man es nochmal von vorne lernen. Das ist vielleicht gar nicht so doof, dass ich es nochmal von vorne lerne. Also. Nochmal gucken. Kein neues Puzzle geschafft. Nee, 95 ist es noch. So. Oh, vielleicht sollten wir uns das mal merken. Ich fange wieder an zu schreiben. B. Blau. 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 Ach, jetzt ist es wieder weg. Ich glaube, wir müssen am Ende wissen, was es ist. Das ist wichtig. So, hier sehen wir gar nichts, ja? Wie man sieht, sieht man hier gar nichts, außer dass die einen zu dunkel sind. So, die ersten drei oben sind blau. Das weiß ich schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Dann die letzten drei sind rot. Da bin ich mir ziemlich sicher. Momentan sind diese hier... Oh, ich habe einen Streifen vergessen. Die sind... Pink, 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 pink. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich alles ist. Wahrscheinlich wird man am Ende noch eine Farbe rausfinden. So, das ist jetzt das pinke Rätsel. Jetzt kommt das Blaue. Im Blauen sehen wir wieder, dass Sachen unterschiedlich sind. Und zwar... Nee, hier sehen wir wieder, dass Sachen nicht unterschiedlich sind. Das ist das Krasse daran. Das ist das Krasse daran. Und jetzt kommen wir in den grünen Bereich. Und im grünen Bereich sind diese zwei Punkte noch anders. Die sind... mehr so lila. 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 Okay, das heißt, was hier anders ist, ist, diese drei sind nochmal anders. Wie hatte ich die das letzte Mal nochmal rausgekriegt hier? Hatte ich das überhaupt geschafft? Wartet mal. Ich komme mir gerade ein bisschen blöd vor. Die konnte man rausholen. Nee, das geht nicht. Irgendwie... Ach so, wisst ihr was? Das ist ja eigentlich simpel. Diese hier musste man rausholen. Und dann diese noch rausholen. Ja, genau. Genau. Der war nur leider kaputt. Jetzt weiß ich aber... aus meiner Erfahrung... aus dem, was ich mir hier gerade aufgeschrieben habe... dass... diese drei gleich sind. Das heißt, wenn ich die nochmal rausfiltern kann... Wenn ich die nochmal rausfiltern kann und dann nochmal die rausfilter, dann müsste es eigentlich
Ja, jetzt habe ich den obersten, aber der mittlere fehlt mir. So, aufmerksam. Aufmerksamkeit. Wo ist noch einer anders von denen? Jetzt kommt es darauf an, ob irgendwas von denen noch anders ist. Nein. Ist nichts anders. Das sind genau die richtigen. Scheinbar. Die sind nämlich gelb und nicht rot. Okay, krass. Wie geht dann das Ding in der Mitte? Da fehlt einer, liebe Leute. Da fehlt einer. Und ich habe vor allen Dingen auch nicht aufgepasst. Ich hätte mir angucken können, was da ist. Ich hätte hingucken können. So, Laser öffnen. So, wir öffnen den Laser. Und damit haben wir die Folge geschafft. Aber ich bin nicht zufrieden, sage ich euch ganz ehrlich, meine Lieben. Erstens komme ich hier nicht runter. Ach, das ist vielleicht der Trick. Das ist der Trick, ich komme von hier gar nicht runter. Das heißt, ich muss das Rätsel lösen. Sie verlangen es. Guck mal, hier sehen wir noch mal ein paar schöne Effekte. So, na dann schieß mal den Laser. Das müsste ja hier hoch sein, auf den Berg hinauf. Da hoch. Jetzt sehen wir endlich mal aus der Nähe, was passiert, während wir die ganze Zeit immer warten, ne? Irgendwas dreht sich da, aber ich sehe es nicht. So richtig. Ach, liebe Leute, wie kriege ich jetzt dieses Puzzle raus? Mach schon, du musst dich gar nicht so langsam drehen. Miau. Komm schon, Mann. Und 5, 4, 3, 2, 1 und schieß. Sehr gut. Okay, ich muss jetzt dieses Rätsel lösen, weil wenn ich das nicht gelöst kriege, dann bin ich gearscht, ja, weil dann komme ich nicht mehr runter. Und jetzt wollte ich noch gucken, habe ich jetzt einen... Nee, das gilt nicht als neue Lösung des Rätsels tatsächlich. Also kann man jedes Panel nur einmal lösen. Oh Gott, Leute. Ich meine, ich kann auch wieder nach ganz unten fahren, ne? Das ist auch noch eine Option. Aber was könnte die erweiterte Lösung sein? Ich weiß es wirklich nicht. Alle zusammen in einem? War das jetzt eine Lösung? Nee, das war wahrscheinlich die Dummdödel-Lösung. Jetzt ist halt die Frage, komme ich so raus? Ja, so komme ich raus, aber ich will gerade gar nicht raus. Ich fahre jetzt nach unten. Ich will nämlich nochmal gucken, ob ich irgendwelche Stockwerke verpasst habe. Die grüne Lösung, ne? Die hatte ich noch nicht. Ups. Okay, ich glaube, ich habe es jetzt so ein bisschen auch gefaked. Oder war das wirklich das... War das der Code? Nee, das war wieder der kaputte. Hä, kann ja gar nicht sein. Ach, liebe Leute, mir fehlt echt einer. Einer fehlt, das weiß ich ganz genau. Der dazwischen. Ja, das war er! Das war er! Wieso habe ich den jetzt auf einmal hingekriegt? Der fehlte doch vorher. Okay, damit habe ich sie alle, oder? Jetzt will ich dafür aber auch einen Punkt gekriegt haben. Nee, habe ich keinen gekriegt. Kein gelöstes Puzzle für. Finde ich ein bisschen schade. Okay, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir haben den Laser gefunden. Leider keinen Secret Code. Vielleicht finden wir den ja noch. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Through The Witness. Auf Wiedersehen.